Ja, also wir wollen uns das Ganze jetzt einmal in R angucken. Das heißt, wir wollen uns jetzt einmal überlegen, wie sieht das eigentlich aus mit Daten, damit wir überhaupt, wenn wir da was berechnen wollen, müssen wir ja die überhaupt erstmal in einer Form haben, dass wir das überhaupt tun können. Also, das heißt, wir nutzen als erstes erstmal Library Tidyverse. Ohne das geht es ja nicht. Und dann wollen wir einen Datensatz einlesen. So, und in diesem Fall liegt auch auf dem Blackboard, gibt es zwei Stück. Und zwar gibt es dort einmal den Datensatz Jump Length Wide und einmal Jump Length ganz normal. Und der normal ist der also Long Format und wir lesen uns jetzt hier beide mal ein. Also Jump Long Tibble ist gleich read-tv. Und das Ding heißt Jump. Ja, keine Ahnung. Und wenn ich das nicht weiß, wie das heißt, gibt es den schönen Befehl dir. Und der dir-Befehl zeigt einem, welche Dateien in dem Ordner liegen, wo man sich gerade aufhält. Und das ist das hier. Ha. Und lesen wir ein. Und ignorieren wir erstmal. Hauptsache, wir haben es drin. Und dann machen wir noch mal white. Und das nennt sich einfach nur white Format. Das hat mit dem Jump nichts zu tun. So, und rüber damit. So, jetzt gucken wir uns mal dieses white Format einmal. Entschuldigung, Unsinn, wenn das Jump white heißt, wenn das einfach damit nichts zu tun hat. Oder auch richtige Namen geben. Ja, das ist ja Vorbild. Korrekt. So. Das ist unser White Format. Und warum ist das jetzt ein White Format? Das heißt, wir haben hier irgendwie Subject 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist schon irgendwie richtig. Dann haben wir das Sex eines jeden Subjects. Und dann haben wir Control, Condition 1, Condition 2, Condition 3. Das sieht man jetzt, und da geht das jetzt so mit der explorativen Datenanalyse aus, weil man starrt dann immer wie das Schwein ins Uhrwerk und denkt ja erstmal, geil. Das ist doch, passt doch. Was erzählt Herr Krupper da eigentlich für einen Bockmist? Da ist doch eine Subject-ID, ne? Und da ist ja auch gar nichts, ne? Also doppelt, ne? Also wenn wir das uns jetzt hier mal angucken, ich meine, write format. Tibble. Und dann machen wir mal hier Subject. Machen wir mal ganz stumpf Table. Und boah, das sieht doch gut aus. Ah, hier können wir mal ein bisschen Pull dazwischen machen, damit das noch ein bisschen schöner aussieht. Ich glaube, das ist schöner. Nein, das ist nicht. Ja, also machen wir eine Table draus. Okay. Und dann sehen wir, ist alles 1. Also das heißt, jedes Subject ist irgendwie 1, also eigentlich passt das doch. Wo ist das Problem? Und jetzt muss man dann eben drauf starren und feststellen, Moment mal, Control, Condition, Condition 2, Condition 3, das sieht mir jetzt aber irgendwie nicht so ganz so aus, als wäre das jetzt irgendwie das passende Format. Wie bauen wir denn das jetzt so um, dass es passt und dass es im Prinzip den Typen hat? Und dann wird es immer so ein bisschen schwieriger. Und da gibt es dann für in R gibt es dann eine Funktion, die heißt ups. Die heißt also erstmal das Problem sehen Sie hier nochmal dargestellt. Das ist im Cookbook for R, Converting Data Between White and Long Format. Und dann müssen wir gucken, wie können wir das machen. Und da gibt es die vom White to Long, das wollen wir hier machen. Und dann sehen Sie, passiert ja etwas. Hier in dem Bereich haben wir auf einmal Subject mehrfach drin. Aber ist das nicht eigentlich in der Versch ja, weil ich das eben nicht gerade was anderes erzählt? Ja, schon, aber Sie müssen ja immer überlegen,
Im Long-Format, im Wide-Format stimmt das. Im Long-Format müssen wir ja immer überlegen, das ist Subject 1, 2, 3, 4 und haben wir jetzt sozusagen an allen die Kontrolle gemessen? Also haben wir Messwiederholungen oder nicht? Das ist jetzt der nächste, die nächste Grube. Ne? Wir haben jetzt hier an diesem Subject anscheinend irgendein Treatment, also irgendwie eine Kontrolle, Condition 1, Condition 2 und Condition 3. Und ärgerlicherweise wissen wir, dass Subject 1 wurde anscheinend viermal gemessen. Hm. Das ist ja richtig blöd. Ja, ist es auch. Sehen Sie, die vorige Regel, wo wir dann so ein bisschen hatten, ist immer so ein bisschen in Realdaten gar nicht mal so einfach durchzusetzen. Das ist alles, wir sind doch jetzt im Prinzip immer noch, wenn wir hier sprechen, immer noch im Port und wir sind jetzt gerade bei Tidy. Also 80% unserer Zeit geht ja für Tidy drauf und jetzt hängen wir hier sozusagen und überlegen uns gerade, wie wir unsere Daten strukturieren können. Und das hier sind keine unabhängigen Spalten, sondern ist eigentlich ein Treatment, also eine Behandlung, würde ich jetzt tippen. Ich würde jetzt in Real Life, also würde ich jetzt demjenigen, der mir die Daten geschickt hat, schreiben, Mensch, ja, stimmt, Long Format ist eins pro Zeile, aber sie, ja, sie müssen jetzt, ja, das habe ich so ein bisschen. Okay, pass auf. Sie haben. So, andersrum. So. Das ist hier long. Das heißt, Sie haben Gender, Vitality, Type, White und Jump Lengths. Und das heißt, Sie haben jetzt hier ein Flow. Der erste Flow ist Male. Hat eine Vitality von 5, ist ein Hundefloh, wiegt 3,86 und ist so weit gesprungen. So. Und das zieht sich hier runter. Das heißt, Sie haben jetzt hier nicht irgendwie nochmal stehen Dog oder Cat. Im Wide Format, es hängt jetzt davon ab, ob Sie jetzt davon ausgehen, dass jetzt mal andersrum. Es macht einen Unterschied, ob Sie sowas sehen. Nehmen wir mal an, Sie hätten jetzt nur sowas. Dann könnte man jetzt natürlich annehmen, okay, Condition 1, dieser Wert hier ist ein Patient, der ist einer, der ist einer. Weil Sie haben hier eine Messung, Sie gehen davon aus, dass das hier alles irgendein Treatment ist. Also, dass das hier eigentlich, können Sie mit Gather, muss ich mal gucken, ich weiß immer nicht, wie das geht. Condition, Measurement, Condition, Measurement und Control bis Cont 3 haben. So. Das heißt, machen wir auch mal Sex hier raus. Beispiel war zu kompliziert. Das heißt, Sie haben eigentlich 390 Patienten, weil Sie sagen, Sie haben das ist ein Kontrollpatient, das ist ein Kontrollpatient, das ist ein Condition. Und das heißt, Sie wissen, das ist sozusagen ein Patient. Das ist ein Patient, das ist ein Patient, das ist ein Patient. So. Und das heißt, Sie haben dann sozusagen 400 Patienten drin. Weil Sie haben hier oben vier Conditions und Sie haben dann in jedem haben Sie 100 gemessen. So. Und das heißt, Sie haben 400 Patienten erhoben. Es kann aber sein, dass Sie in diesem Beispiel hier wissen, dass Sie 100 Patienten haben.
und jeden Patienten mehrfach gemessen haben, dann können Sie auch den Fall haben, dass Sie pro Patient mehrere Zeilen haben. Sie müssen nur aufpassen, dass im Prinzip Ihre Spalten, die Sie hier oben haben, also dass die auch wirklich nur ein X beschreiben, also eine Condition oder ein Type. Es ist, der Teufel steckt im Detail, deshalb reden wir jetzt hier relativ lange über diese explorative Datenanalyse, weil Sie dann eben Messwiederholungen haben. Das heißt, die Frage ist jetzt hier, wenn Sie sich diese beiden Datensätze, kommt gleich, warten Sie. So, mal kurz die Frage lesen. Entschuldigung. Wir mögen Longformat. Sie müssen das in Longformat umbauen. Sie müssen es so umbauen, dass Sie dass Ihre Spalte hier oben, diese Spaltennamen, die Sie hier haben, hier oben drin stehen, nicht irgendwie aufgebrochen sind. So, nochmal. Was ich Ihnen aber versuche. Zu zeigen, ist, es macht einen Unterschied, also deshalb brauchen Sie die Information am Anfang, wie viele Patienten Sie eigentlich haben. Also wenn Sie wissen, wie viele Patienten Sie haben, dann wissen Sie auch, wie Ihr Datensatz aufgebaut werden muss. In diesem Fall hier ist jede Messung, in diesem Fall hier, wenn Sie nur so einen Datensatz kriegen, das ist klassisches Wide-Format, würden Sie davon ausgehen, dass jeder dieser Zahlen hier ein Patient ist. Und dann würden Sie das umbauen in diese Form und dann haben Sie Condition und Measurement. Dann haben Sie 400 Patienten drin. Dann haben Sie, weil das ist das Measurement, das ist die Condition. Und dann können Sie Y tilde X machen. Können Sie das bauen. Das Problem ist aber, wahrscheinlich, das war jetzt die Layer der Komplexität, die ich jetzt blöderweise jetzt hier noch eingebaut habe, ist, wenn Sie mit Messwiederholungen arbeiten, das heißt, Sie haben an einem Patienten viermal eine Kontrolle, eine Condition 1, eine Condition 2 und eine Condition 3 gemessen, dann, wenn Sie das dann zusammenbauen, dann sieht es so aus. Dann wiederholen sich natürlich hier die Subject-Zeilen und die Sex-Zeilen und Sie sehen dann hier im Prinzip Condition wird Control, dann kleben Sie das sozusagen untereinander. Weil Sie dürfen nicht, Sie dürfen keine einzelnen Spaltennamen haben, also Control, also hier in diese Condition-Spalte, wenn wir uns die mal angucken, jetzt sollten wir uns die mal angucken. Format und dann gucken wir mal hier Condition mal an. Condition. Und das Ganze nochmal als Table. Dann sehen Sie sozusagen die Spalte Condition besteht dann aus Cond 1, Cond 2, Cond 3 und Cond 3 Einträgen. Sie kleben dann sozusagen die Daten zusammen. Wichtig ist, Sie dürfen in den Spaltennamen keine Zeileneinträge haben. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen gut erklärt oder gezeigt. So, das ist jetzt erstmal, wenn Sie das jetzt zum ersten Mal hören, verstehe ich, ist ein bisschen konfus, weil wir jetzt ganz viele Aspekte hatten, ne? Wir haben jetzt zum einen gehabt Wide Format, Long Format und Sie haben dann zum einen gehabt mit Messwiederholung und ohne Messwiederholung. Deshalb kopiere ich Ihnen jetzt hier einmal das hier rein. Dann können Sie das hier nochmal sich in Ruhe anschauen. Und wir haben genetische Daten gegen normale Daten uns angeguckt. Das ist aber der erste Schritt. Sie müssen als erstes Ihre Daten verstehen
Und ihre Daten, also und also er braucht das Long Format. Und sie müssen irgendwie in das Long Format rein, und sonst können sie die Daten nicht analysieren in R. So, das ist der erste Schritt. Da sind wir im Prinzip hier bei Import und dann bei Tidy, wo wir uns damit beschäftigen, dass die Daten in einer Form sind, sodass wir sie in ggplot und allem sozusagen weiter nutzen können, um überhaupt uns irgendwas anzuschauen. Sonst geht das gar nicht. So, das ist der Teil. So, und jetzt noch eine Anmerkung für den bisschen genervten Nutzer, der sagt, das ist ihm alles so ein bisschen nervig. Es gibt das R-Paket Janitor, und Janitor erlaubt Ihnen, wenn Sie Daten einlesen, so eine Clean Names Function zu nehmen, weil Sie sehen ja, er hat so ein bisschen Probleme, wenn Sie irgendwelche, also Sie glauben gar nicht, was alles in Spaltennamen drin ist, wenn Sie das von Externen kriegen, die nicht programmiert, noch nie programmiert haben, die schreiben da Add Dollar und irgendwas rein, und Sie können im Prinzip hier mit der Funktion Clean Names, die macht Ihnen so, die liest einen Datensatz rein. Sie können also Test DF, wenn der selbst so schlimm hier oben aussieht. Gucke ich mir gleich an. Das ist ja hier ein albtraumhafter albtraumhafte Form, und Sie können, wenn Sie diese Funktion, also dieses Paket laden, dann können Sie die Funktion Clean Names nutzen, und dann macht er Ihnen Gott sei Dank hier irgendwie die Werte weg, und wenn dann irgendjemand einen Spaltennamen vergessen hat, setzt er X hin. Das heißt, es ist wirklich schön. Wenn Sie diesen Fehler haben, dann haben Sie entweder die Datei nicht eingelesen, also wenn Sie Error Metal Philo in Evil Object White Formatable nicht gefunden, dann haben Sie entweder das hier von oben nicht richtig ausgeführt, oder Ihre Datei liegt nicht in dem Ordner, wo Sie R laufen haben. Das ist so ein klassischer Fehler, der auftritt, wenn Sie, ja, wenn die Datei, das Objekt nicht da ist. So, das hier dann nochmal dazu, das ist das Janitor Package, das ist, erleichtert mir, was dazu passt. So, okay, einmal kurz